Hallo und herzlich willkommen zurück zu Guides Quest angespielt und zur Folge 3. Grüßt euch und ich wollte mal kurz gucken in die Quests. Wir hatten ja Lumberjack Hammer, The Magic and the Sound of East Akiria, Teeleaves, genau, also Teeblätter. So, wir müssen 10 Skelette töten. Und dieses Metall müssen wir aus der Höhle noch holen und die Text. Okay, also wir müssen jetzt nochmal zurück zur Höhle. Aber ich muss erst mal gucken. Inventar. Oh, warte. Okay, wir haben 8 Stück. Wir sind aber voll. Okay. Na, dann lass uns noch mal schnell in die Höhle gucken. Oh, da oben ist auch noch eine Höhle. Siehst du das? So, aber wir brauchen jetzt erstmal dieses 10 Skelette. Der Boss dürfte ja nicht noch mal kommen, ne? So. Da schauen wir mal. Wir müssen auf jeden Fall jetzt hin zu der Kiste dieses Metall holen. Yeah, und 10 Skelette brauchen wir, Leute. 10 Stück. Bäm. Ja, das läuft. Dürfte ja keine Probleme haben. Sauber. So. Wo war jetzt diese Kiste? Da. Die Kiste. Okay, Skelette. Ja, wir brauchen die Skelette. Bams. Oh nein. Oh nein. Ach ja, Leute. Ich finde das Spiel einfach so schön gemacht, ehrlich. Das ist genial. So. You found metal and take it with you. Genau. Okay, nice. Das haben wir jetzt schon mal. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob hier noch irgendwo was ist, ob wir irgendwas noch mitnehmen können. Beziehungsweise irgendwo Gold drin oder so, ne? Oh, Skelett. Ja, gib mir die Skelette. Wir brauchen die Skelette, damit wir die Quest auch noch machen. Ciao. So, sehr nice. 10 XP wieder. Sehr schön. So. Okay, jetzt sind wir falsch gelaufen. Macht ja nichts. Ich weiß gar nicht, ob es in den Höhen auch versteckte Sachen gibt. Weißt du wie? Wie zum Beispiel versteckte Eingänge zu irgendwo hin oder so. Ich habe keine Ahnung. Oh, der hält schon ein bisschen mehr aus, Mayu. So. War das schon der 10.? Nee, auch noch nicht. Ja, nicht schlimm. Kriegen wir schon hin. So, genau. Da ist der Wassertropfen. Der führt uns jetzt hier hinter zum Wasserloch. Und da können wir uns wieder aufheilen. Ohne irgendeinen Trank zu verschwenden. Super. Und vielleicht haben wir Glück, und das sind schon die letzten Skelette, die wir brauchen für die Quest. Ich bin ja mal gespannt, was wir da kriegen. Wir haben bis jetzt 9 Leben verloren, das ist nicht viel. Ne, 11. 11 Leben, Entschuldigung, jetzt war ich falsch. So, jetzt haben wir wieder geheilt, sehr schön. Ich glaube noch 1-2 Skelette, und dann haben wir das auch. So, mal ein bisschen hin und her laufen hier. Genau. Vielleicht ist es jetzt das letzte. 2 Stück müsste eigentlich vollkommen ausreichend sein. Na prima. So, der erste ist weg. Hier haben wir noch einen Skill. Ui, 16 Angriff, sehr nice. So, zack. Jawohl. Und? Er sagt mir immer noch nicht, dass ich die Quest fertig habe. Warte mal, wir gucken mal kurz rein. Friend. Oh, 1 Skelett noch. Ehrlich, willst du mich? Da war es nur noch 1 Skelett. Naja. Nee, 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 nee. So, ich hoffe, das ist das. Vielleicht. Ja, wir haben kein Glück. Ich dachte, das ist nur einer, aber. Es sind doch wieder 2. Egal, egal. Wir brauchen uns ja hier nicht irgendwie. So. Genau, tschüss. So, jetzt haben wir die Quest auch erledigt. Ja, Quest Update Friendly Competition. Okay, nice. So, jetzt müssen wir nur noch die Quests abgeben hier. Ich weiß gar nicht, wo wir die alle gekriegt haben. Nee, 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 nee. Waren wir eigentlich hier hochgelaufen? Oh, guck mal, Text. The Shadow Wizard by Zedem Dracos. Since about 2 years ago, when monsters first appeared on your lands, I sent something. Und so weiter und so fort. Ich. Oh. ja. Lest euch das bitte alles durch, wenn ihr wollt.
Pages have been ripped off. Okay. New quest, the missing page. Oh, ehrlich, jetzt müssen wir noch eine. Hier steht das gleiche drin, ehrlich? Nee, eigentlich nicht. Oh Gott. Ja, also wie gesagt, wenn ihr euch das durchlesen wollt, macht kurz Pause. Ja. Also mit dem will ich jetzt noch nicht quatschen, bevor ich die anderen beiden Quests abgegeben habe. Da gucken wir mal. Ach, die hatten wir doch hier bekommen, ne? Ich glaube hier. Ah, hier gucke ich ja da ein. Ah, you're back. Let me show your scars. Genau. What? You got all 10? Ja, klar. Oh, hier are you. Oh, 100 Gold haben wir jetzt von denen gekriegt. Und 40. Nice. Quest finish. Friendly competition. Okay, ihr hattet jetzt hier keine Quest. Jetzt müssen wir noch gucken, wo wir das mit dem Metall hatten. Ist zu? Nee. Ich wollte gerade sagen, hier können wir umsonst schlafen, ne? Feel free to flash here, you know. So, dankeschön. Ich freue mich immer, wenn ich irgendwo was kostenlos kriege. So, jetzt müssen wir nur mal den Schmied finden. Hier ist er auch nicht. Wo bist du, du kleiner Schmied? Mit deinen Geld, wollte ich schon. Hier ist er doch. Hier hast du dein Metall. Is that metal for me? Wow, thanks a lot. 50 Gold und 30. Oh, sehr nice. Oh, 2 Attack kriegen wir hier dazu. Die Frage ist halt nur, wie viel Ringe kann man anlegen, ne? Aber ich will ja die eine Waffe haben. Müssen wir mal gucken, ob wir uns die schon leisten können. Da dürfen wir wahrscheinlich nicht raus. So wie ich die Sache sehe. Oh. Okay, hier ist eine Kirche, soll das sein oder wie? Das Dorf hat man ja noch nicht komplett erkundet gehabt, ne? So, jetzt gucken wir erstmal, ob wir uns eine schöne neue Waffe holen können. Ich habe da extrem Lust drauf. 250 und wir können uns diese Axt holen. Alter, wie geil. Sehr nice. Ich find's gerade sehr schön. Equip for U übrigens. Sehr nice. So, jetzt können wir mit denen nochmal quatschen und können das hier verkaufen. Sehr schön. So, 35 und 70. Wieso kann ich das nicht kaufen? Achso. Ach, das haben wir uns gekauft. Richtig. Ich kann es bloß nicht verkaufen. Ja, weil ich es angelegt hatte. So, was hattest du? Wir haben 8. Machst du mal auf 10 hoch. Restores HP and MP. Restores HP. Kostet 40 Gold. Kostet 20 Gold. Wir nehmen mal dafür 2 Stück mit. So, nice. Coole Sache. Ich pfeife schon wieder auf dem letzten Loch hier. Das kannst du glauben. Das ist ja Wahnsinn. So, ich denke mal als nächstes um die. Oh, was haben wir denn hier? There's page we ripped out of the book. Nice. Haben wir das auch noch gefunden? Ist ja geil. This kind of river where almost. Oh mein Gott. Oh, ich hoffe, dass sie noch eine deutsche Übersetzung reinbringen. Ehrlich, das wäre so schön. Mir fehlt jetzt wirklich die Lust daran, das alles irgendwie mir im Kopf zusammenzureimen und. Quest updated. Das war der Bäcker. Okay, Quest updated. Können wir da irgendwas jetzt im Buch machen? Oh Gott, das haben wir vorhin schon einmal durchgelesen. Greetings, Adventurer. My name is Woken. Walden warned me of your arrival. What are you here for? The curse. I see. Let me check. Being an adventurer for over 20 years, I followed the traces of my grandfather, Selim, and what caused his death. He studied every book in my grandfather's
Possession, ach du Scheiße. After his death, a sword fighting, his theory on the monsters he encountered, but also the arts of dark magic. In his diary, he explained how in the northern region monsters were stronger than on the south and east. Okay, im Norden sind die Monster schwieriger, wie im Süden und Osten. Okay. It was probably caused by a spell what was caused on the monsters. Only on, except on the arcane arts cult cast spells that powerful. My grandfather named it Ahazu. Okay. Ahazu is a creature, creature capable, capable of regenerating itself and casting powerful spells. To stop the flow of monsters in the valley, you will have to defeat Ahazu, the creature my grandfather once fought. My man found powerful monsters near a cave west from our position. This means, also it's close to it. Okay, also jetzt, ich denke mal, wir sollen jetzt in die Höhle da, die wir eben gesehen hatten. May the spirits of the mountains guide you in your quest. Good luck, adventurer. Okay, mountains guide in your quest. Okay. Oh, new quest. Quest finish und new quest. Nice. Defeat Ahazu. Okay, jetzt wir müssen, glaube ich, den Boss besiegen, um hier weiterzukommen. Das heißt, wir müssen jetzt in die Höhle gehen und müssen dann quasi da den Boss Ahazu besiegen, um dann hier weiterlaufen zu dürfen, um dann wahrscheinlich darüber zu kommen. So, jetzt müssen wir auch mal gucken hier, wie stark das ist. Oh, guck mal, hier haben noch eine Quest. The page was ripped out of the book. Okay. Healing abilities. Do the fate him. Strike. Okay. Questions with me. Ja, wie gesagt, wenn ihr euch das durchlesen wollt und euch Ruhe übersetzen wollt, macht doch Pause. Ne? Quest finish. Ach, wir haben sie schon irgendwie gefinished. Ist ja nice, ne? Also das ist ja extrem nice. So, was haben wir hier? Auch nur ein Skelett. Tschüss. Ich bin mal gespannt, wann wir das nächste Level abkriegen. So, wie gesagt, ich gucke mich hier in der Höhle auf jeden Fall gut um. Ja, wenn das mal nicht der richtige Weg hier war. Nee. Gut, die haben aber schon ein bisschen mehr erlebt, siehst du das? Meine Herren. Tschüss. 20 Erfahrung. Und wir haben das Level Up. Sehr nice, das gefällt mir ja. HP 4, MP 3, Attack 1, Defensive 0, Agility plus 1. Okay, nice. Gefällt mir. Oh, siehst du hier eine Kiste. 15 Gold, yeah, super. Und weiter geht's. Ist nur einer. Boah, 13 Schaden haben wir gemacht, wie nice. Aber umso schneller kommen wir halt voran, ne? Umso schwieriger die Kämpfe halt jetzt sind, umso schneller kommst du voran. Umso einfacher sie werden, umso langsamer kommst du voran. Das ist, glaube ich, Normalität in solchen Spielen. Und ja. Oh, One-Hit, Alter, wie geil. Ja, den auch gleich gerundet. Sehr nice. So, da waren wir. Jetzt gehen wir hier hoch. Jetzt gehen wir erst wieder rechts rum. Der Hoffnung. Vielleicht hätten wir links rum zuerst hier musste. Ich weiß es nicht. So. Schauen wir mal. Hier ist auch eine Brücke. Gott, hier geht's noch hoch, dann geht's hier wieder runter. Hier ist ein Totenschädel. Warum auch immer hier ein Totenschädel ist. Okay, wir hätten da unten erst doch links rum gemusst. Egal, dann machen wir das halt. Okay, ich würde jetzt sagen, wir machen das. Wir heben uns ein bisschen auf hier. So, wir boxen uns jetzt ein bisschen durch die Höhle hier. Und dann schauen wir mal. Vielleicht schaffen wir es ja hier drinnen noch ein Level abzukriegen.
Ich will ja jetzt erstmal unten auf der anderen Seite lang laufen, weil ich glaube, hier oben waren wir schon auf dem richtigen Weg. Nee, 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 nee. Ja, wir werden sie brauchen. Sauber. Den haben wir hier runhittet. Und ich vermute, dass es hier drin auch wieder ein Wasser gibt, wo wir uns aufleveln, auffrischen können von MP und HP und alles. Hier gibt's ja gar nichts. Vielleicht mal gleich hier reinlaufen, oder? Ich bin aber dusselig. Na egal, sollen wir mindestens ein paar Kämpfe? Noch mal Schaden, ja, du. Zwei Stück. Ja, was heißt mal ein Schaden? So, jetzt nehmen wir gleich mal einen Heiltrank, weil ich glaube nicht, dass wir ein Level up haben. Item more Item. So. Weil hier ist nämlich nichts. Gut. Gut, na, dann können wir beruhigt da hochgehen. Sehr schön, das hast du gut gemacht. Ah, ich denke mal, wir dürfen bald schon wieder das nächste Level abhaben. Läuft nämlich richtig gut hier. Kann sein, dass wir die Folge heute ein bisschen länger machen. Da müssen wir mal gucken. Oh, schön. Freue ich mich immer, wenn der den ersten gleich wegklatscht. So. Hier ist die Kiste. Da unten war noch was, das hier sehen wir. Da sind wir nicht hingekommen. Vielleicht gibt es ja doch hier Heimwege, ich weiß es nicht. Weil da unten ist noch, siehst du auch hier oben, da kommen wir auch nicht hin. Ja, mal schauen. Oh, die Hohle, die Hohle scheint auch ein bisschen größer zu sein. Die Höhle scheint auch ein bisschen größer zu sein wie die anderen. Ja, jetzt kommen wir doch dahin, wo ich meinte. Okay, nice. Oh, super. Das, jetzt habe ich nämlich extra geguckt und gehofft, dass wir den gleich runhitten mit 20 Hitpoints. Immer noch kein Level ab. Was los, Mayu? So, jetzt holen wir uns auch schon hier die Kiste. 20 Gold, sehr nice. Und weiter geht's. Ach, sehr schön. Ah, den machen wir jetzt nochmal hier. Der trifft uns, wenn denn überhaupt nur einmal. Komm, ich will das Level abhaben. Ah, noch bin ich nicht zufrieden. So, mal sehen, was es jetzt hier unten gibt. Ah, wie nice. Ist das nicht geil? Sehr schön. So habe ich mir das vorgestellt. Aber heißt das nicht, dass denn hier gleich eigentlich der bekommt? Meinst du, wir sind jetzt schon vom Bus? Das wäre ja geil. Ja, freilich. Hier ist der Bus, Leute. Na los, dann machen wir ihn gleich. Ach du Scheiße. Okay. This energy is familiar to me. Ether. Only the gods team can use the energy. Powerful enough to destroy the shadows and create new ones. I may have lost a battle against your kind a century ago. But the power of the darkness is beyond imaginable. The shadow realm awaits it. Okay, ja, yeah, gut. Komm, wir wollen dich weghauen. Der hat 100. Ach ehrlich, der heilt sich. Du bist ja eine Lusche. Ja, die kriegen wir platt. Tschüss.
Nein, hat einen. Oh Mann, und tschüss. So, jetzt haben wir weg. Yeah, 100 Gold, 200 XP, Unlocked Skill, Fireball, geil. Nice. Quest updated. Okay, was kann ich jetzt machen? Wir gehen erstmal hier runter, laden uns wieder auf. Sehr schön. Ach, ehrlich. Wir haben nicht mal ein Level abgekriegt, dass das hier sehen. Hahaha, geil, Alter. Kostet aber natürlich auch eine Menge, ne? Was hier sehen, aber Hammer, geil, Feuerball. Genial. So. Was passiert jetzt, wenn wir hingehen? Ach, da sind wir wieder am Anfang. Ja, komm, dann lass uns rausgehen. Dann beenden wir doch die Quest, oder? Nee, 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 nee. Schön. Aber die Höhle hat mir gefallen, ehrlich. You defeat him alone? How is that possible? My grandfather fought Ahazu for hours and you defeated him alone. Na, ja, kannst du mal sehen. He talked about the Aether? Let me think. Yes, I remember. My grandfather wrote a book about the dimensions of our universe. It is 100 years old. So, same pages we are lost. He donated the book of to the kingdom of Luta, north from here. If you request access to the kingdoms arrives to the queen of Luta, you will be able to gain future knowledge on the curse our grandfather's fault. We are very grateful for what you've done, Gael. I wish you good luck in your quest. 100 Gold und 50 Erfahrung. Sehr schön. Nice. Also ich bin gerade sehr angetan davon, wie nice das doch ist. So. Ja, das ist klar, das hat man alles, das braucht man alles nicht. Wie sieht's aus mit Rüstung? Hast du nichts, ne? Wir können nur verkaufen. Kaufen können wir nicht. So, kaufen wir mal ein paar Tränke. Die werden wir brauchen. Poisons and Enemy. Ach, damit können wir, glaube ich, ne? Vergiften. So, ich glaube, ich mal ein bisschen Gold. Ich hab's irgendwie gerochen, dass da noch Gold drin ist. Ja, und jetzt können wir nämlich hier rauslaufen. Ach, wie geil ist das denn bitte? Kann ich jetzt hier nicht eigentlich, warte mal. Fast Travel. Ikiria, a nice town. Das ist ja hier. Weil wir haben ja immer noch eine Quest mit einem Lumberjack, weißt du? Die wollte ich gerne mal machen. Das heißt, wir müssen fast travel. Jetzt muss ich gucken. Ach, das ist hier, okay. So, na, hier ist ja jetzt Pillepalle, Leute. Da sind wir uns ja einig, ne? Aber hier irgendwo muss doch noch ein Holzfäller sein. Ich will unbedingt die Quest mit den Holzfällern noch haben. Ja, die sind jetzt hier. Oh wow, das zieht mir trotzdem eins ab, ehrlich. Ja, warte, wir müssen mal hier hochgucken. Irgendwo hier muss der Holzfäller sein. Die haben doch gesagt, im Wald. Irgendwo hier im Wald. Das Schöne ist, dass du die jetzt hier einfach alle one-hittest und gut ist. Yeah, und wir sind Level 9, nice. HP plus 6, MP plus 3, Attack plus 1, Defensiv sogar plus 1, nice. Sehr schön. Aber wo ist nur dieser Holzfäller? Zieht trotzdem 1 ab, ne? Ich glaube, das ist Standard. Also 0 werden die uns nie abziehen. Oh, hat aber ewig gedauert mit den Leveln, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist jetzt, ne? Ja, hier sind wir jetzt hier unten. Toll. Aber was geil ist, du kannst hier gut Gold farmen. Schon wieder 8 Gold gekriegt. Das läppert sich mit der Zeit. Ja, gucken wir mal hier runter, weil ich bin immer noch der Meinung, wir haben hier nicht alles gesehen. Und wie gesagt, uns fehlt halt auch noch der Holzfäller. Ich bin zu 100% sicher, dass wir den hier finden irgendwo. Hier ist die Kiste.
gibt's doch gar nicht. Vielleicht nochmal die Quest lesen. Vielleicht bin ich trotzdem die ganze Zeit schon falsch. Wir können ja auch ein bisschen auf der Weltmap dann noch ein bisschen rumlaufen, auf der linken Seite dann. Wie gesagt, hier, das ist... Da ist er doch! Nice, habe ich's nicht gesagt. Greetings, Adventurer. What I'm doing? I'm just preparing looks for my clients. With the population growing in Ikira, the demand for wood is rising. So is my back pain. I'm gonna need new improves quickly. Quest updated, the Lumberjacks. Ja, was soll ich jetzt machen? Außer das nochmal durchlesen? Warte mal, wo war ein Questlog? Wo war denn jetzt Questlog? Auf K, auf L, auf N? Auf N, auf P, auf C? Keine Ahnung, den gehen wir hier rein, machen es hier auf Quest. At the Lumberjack, the carpenter of Ikira Town is not reasonably wood. Find a potential improvement for the Lumberjack in Ikira Town. Quest, also müssen wir jetzt doch wieder nach Ikira Town, okay. Boah, hab ich nicht gesagt, dass der hier irgendwo ist? Gibt's doch ja auch nicht. Okay, jetzt müssen wir trotzdem wieder nach Ikira Town und wollen da irgendwas finden. Bin ich mal gespannt. Mal gucken mal, hier können wir uns auch noch viel bewegen. Da oben waren wir zum Beispiel auch noch nicht. So, jetzt sollen wir hier irgendwas in Ikira Town finden. Ich bin erstmal überlegen, ob wir zu den Typen gehen, von denen wir die Quest eigentlich ursprünglich hatten. Okay, hier schon mal nicht. Ich soll irgendwas in Ikira Town finden. Hier auch nicht. Hier irgendwo was? Aber hier war ja nur die eine Kiste, ne? Da. Fragt sich jetzt nur. Irgendwas vielleicht in der Kirche? Okay, das Schöne ist, dass jetzt überall die Türen offen sind, wo wir schon drinnen waren. Können wir gut durchchecken. Ich komme einfach nicht dahin, ne? Diese goldene Kiste. Warte mal, hier haben wir noch was. Hier waren wir noch nicht drin. Schade, dass man mit den Büchern nichts machen kann. Ist jetzt halt die Frage, ne? Das waren nur die Händlungen. Hat er hier vielleicht? Nee, auch nicht. Oh Mann. Ah, guck mal. When I find a job and start making money, I will finally be able to eat real food and live under a proper roof. If only someone could employ me. Quest updated. Ja, und jetzt? Jetzt muss ich wieder ins Questlog reingucken, was der mir jetzt sagt. Lumberjack. The carbon of Ikira Town to found a potential in Blue Joy. Quest going. Ja, jetzt? Weiß ich nicht. Wir haben die Quest abgedatet. So, ich weiß jetzt auch nicht, was er jetzt will von mir. Ob wir jetzt zurückgehen sollen zum, ne? So, wir gucken erst einmal hier oben komplett drumherum. So. Okay, dann gucken wir nochmal überall hin, ob hier noch irgendwo ein Fragezeichen ist. Oder ein Ausrufezeichen, eher gesagt. Ansonsten gehen wir nämlich dann wieder zurück zum Holzfäller. Ich denke mal, das wird auch so sein, dass wir jetzt zurück zum Holzfäller müssen. Aber bevor, gucke ich trotzdem jetzt nochmal überall rein hier. Weil die haben ja, wenn, dann ein Ausrufezeichen über den Kopf. Das ist positiv. Nee, 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 nee. Weil die Quest machen wir jetzt noch zusammen fertig und dann... Nicht so ritze. Thank you.
kämpfen, kämpfen! Nee, 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 nee. Ja, als Ausrufezeichen. So. What? You found a puzzle and blueprint for me? A retired miner? Excellent. I'll pay him a visit. My clients should be rather soon. Quest updated. Okay, das heißt. Hi, thanks for helping me find work. Okay, das, jetzt müssen wir wieder ins Dorf und müssen die Quest wahrscheinlich abgeben, müssen den Bescheid sagen. Nice. Schön. Nee, 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 nee. Also ich bin jetzt mal ehrlich zu euch, wenn ich das Spiel jetzt für mich selber alleine spielen würde, ne? Ich würde hier Stunden verbringen, um Gold zu farmen und um XP zu sammeln. Wahrscheinlich auch schon jetzt in der Skeletthöhle. Und ja. Jetzt war er fast daneben gelaufen. So, jetzt können wir wieder hier jedes Haus einmal anklicken. Ja, ja. Lumberjack is going to make me lose some customers. The wood is on its way, what look him long. I see he was chopping these stumps alone. Maybe I traded him to Hursley. You have the reward for. Okay. 40 Gold und 30 Erfahrungspunkte. Quest finished. Sehr nice. Schön. Haben wir das doch auch. So, jetzt nochmal kurz gucken, was haben wir jetzt noch? Tea Leaves hätte man noch. Und Meet the Queen ist klar. Und der Text ist klar. A tea loveling lady needs to buy tea leaves, but can't exit a noise town. Get her tea leaves from a merchant in the kingdom of Luta. Ja, also eigentlich müsste man jetzt nur nach Luta und ja. So. Schön. Ich stelle mich jetzt hier an den Brunnen, meine Freunde, und sage euch jetzt, dass das die letzte Folge war vom Angespielt von Gael's Quest. Also mir macht das Spiel wahnsinnig viel Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist einfach, es ist nichts Außergewöhnliches, aber es macht trotzdem dennoch Spaß, weil ich liebe halt so ein Spiel auch mit so einer Grafik, in so einer Retro-Grafik. Und es ist nicht teuer, das Spiel. Wenn ihr auch Bock auf diese Story habt und es euch spielen wollt, Link zur Steam-Seite ist unten in der Beschreibung. Klickt drauf, kauft es euch und wie gesagt, es hat eine schöne Quest und es macht wirklich wahnsinnig viel Spaß. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst mir gerne auch einen Daumen nach oben da, zeigt es mir, dass es euch gefallen hat und ja, würde mich freuen. Vielleicht schreibst du mir ja unten drunter auch in die Kommentare, dass du es dir gekauft hast und schon weiter bist und dass es noch richtig geil wird. Ich werde es wahrscheinlich auch weiter spielen und suchten. Höchstwahrscheinlich zu 99,9%. Und ja, damit verabschiede ich mich hiervon und demnächst geht es dann bei mir auf dem Kanal höchstwahrscheinlich mit Hammerding weiter. Mittlerweile hoffe ich, dass es im Griff ist und dazu sage ich aber dann mehr in der Folge. Also nochmal hierhin, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank nochmal für den Kay an den Entwickler, hat mich super gefreut und ja, kommt gut durch den Tag und ciao!